Fiona, Carolina, du hast nicht dabei. Ich habe sie nicht dabei, nein. Okay. Weil das machen wir ja nicht heute, ne? Nee, ich meinte, wenn du die vier lässt, können wir von hier alle drei direkt transportieren. Ich habe doch Pappenmaterial verschenkt. Orientiert. Naja, da habe ich so die Idee, das ist alles so heiligmäßig. Ja, und die also, Figuren, Typen, ne? So, ja. Und hier am Eingang geht es dann eben um die Frauenfrage, um das Allgemeine, da an der Wand. Und dann kommen hier nochmal so Beispiele von allen, die eine Rolle spielen. In der Art. Ja, dann kommt das Mechanische. Ich habe gar kein Bild auf diese Wände. Zoe, wir stehen vor einem neuen Werk. Ich glaube, das neueste ziemlich Werk, neu, ja. ziemlich neu. Ja. Mystisches Buch oder genau. Mystery Book, genau. Wie auch immer. Ja. Und ich sage dir zuerst mal meinen Eindruck, der zwar nicht so maßgeblich ist, aber ich schaue ja hin. Nahezu klassische Malerei. Dunkler Hintergrund, der aber dazu führt, dass diese Frau, die du abgebildet hast, ich nehme an, es ist ein nicht personalisiertes Porträt. Sondern das steht, diese Frau steht für etwas, da wirst du gleich zu ausführen, natürlich unglaublich aus dem Bild herauskommt. Ich finde das toll. Das ist ganz klassisch in der Malerei. Und das Farbkolorit, wie immer bei dir, vom Feinsten. Und die Elemente der Schriftzüge auf dem Bild, das ist ein Stilmittel, was du auch sehr oft verwendest. Aber kommen wir mal zu dem, was du kündest. Also Kunst heißt künden. Und dieses Bild kündet etwas. Da bin ich sehr sicher. Ja, ich denke, jeder Mensch kann eine Geschichte erzählen und jeder Mensch kann für ein Buch schreiben. Und das ist, und heutzutage zum Beispiel werden wir von so vielen Symbolen bombardiert und so viele Codes in unserem Kopf. Und, ja, das ist, das macht das Leben nicht einfach. Und so kann jeder Mensch eine Geschichte erzählen und sein eigenes Buch. Ja. Und das ist mein mystisches Buch. Du erzählst man, ja. Man gibt ja nicht seine eigene Geschichte preis. Und man hat ja Höhen und Tiefen, ja. Und, so wie das Leben halt ist. Ja. Hülya, jetzt zwischendurch beim Aufbau. Ein Lieblingsbild von dir, kann man das sagen? Ja. Das ist, absolut, ne? Das ist mein Lieblingsbild und das ist allerletzte entstanden. Also das ist auch die ganz neuen Werke von mir. Ja, toll. Also das Kolorit, das ist ja schon mal klasse. Aber ich glaube, dass du in dem Bild eine Geschichte erzählst. So wirkt es jedenfalls bei mir. Ja. Und ist das ist auch so.
Und möchtest du da etwas zu sagen oder ist das sehr privat? Ich kann das dann so ganz klein bisschen, das geht sich um die Gefühle, Gefühle der Frau. Also das heißt, don't play with my emotions, also spiel nicht mit meinen Gefühlen. Aha. Also dieses Bild, wenn ich das dann entstanden ist, dann erlebe ich das dann auch in ganz anderer Welt. Also da bin ich das dann mit mir selber und das sind dann diese Fantasien, die ich mir das dann durchläuft. Und so ist das dann eigentlich das dann auch das Bild, ist das dann entstanden. Also dieses, nicht dieses, das wirkliche Leben, sondern das Leben der Fantasie, die Gefühle. Die Gefühle, die ich mir das dann zustelle, das sind ja meine Gefühle. Und deshalb heißt das dann auch bei diesem Bild, spiel nicht mit meinem Gefühl. Bitte. Jetzt in dieser Ausstellung ausstellender Künstler. Ja. Aber du bist wie gesagt Kurator, leitest hier diese Produzentengalerie. Aber ab und an stellst du aus. Natürlich, das ist mein Atelier, Arbeitsatelier und einziger Platz. Also ich muss sehen, dass meine Kunst nicht zu kurz kommt. Ein Kurator ist eine Sache und Künstler ist andere Sache. Da muss ich diese zwei Sachen verbinden. Ja. In diesem Zusammenhang, wir stellen hier zu dritt und bin ich präsent hier mit meinen neuesten Bildern. Zum Beispiel, das ist die grüne Komet. Das war eine merkwürdige Sache. Irgendwo im März dieses Jahres 2023 ist eine grüne Komet genannt von den Astronomen in der Nähe von der Erde geflogen. Und ich habe das Bild im Januar gemalt. Aha. Nichts ahnend. Ja. Von dieser Komete wusste ich nicht, aber das ist eine Intuition bei mir, Sachen vorauszusehen. Aha. Und deswegen habe ich dieses Bild, die grüne Komete, genannt. Es ist unformelle Aachener Kunst. Ich wollte hier, die grüne Farbe ist auch symbolisch für heutige Zeit, ja, für mehrere Sachen. Und dieser Zufall ist mir sehr gut gekommen, so dass ich in diese Richtung ein Bild gemacht habe. Ich male in verschiedenen Richtungen, am meisten meine Kunst ist Kunst und Wissenschaft verbunden, also vom Bereich von Laser, Astrologie, von Archäologie und verschiedene Bereiche von der Wissenschaft, wo ich auch mitgearbeitet habe, wie künstlerische Begleiter wissenschaftlicher Projekte. Ja. Habe ich 20 Jahre in der Wissenschaft, in der deutschen Top-Wissenschaft gearbeitet, mitgearbeitet, sozusagen. Fraunhofer-Institut. Fraunhofer-Institut, dann Archäologie-Institut, vorher ein Physikzentrum hier in Aachen, ein Jahr. So, dass ich ganz andere Themen für meine Kunst habe, im Gegensatz, also das ist praktisch ein Kontrast, ja, von den sozialen Themen, die, ja, meine Kolleginnen mit, ja, haben. Ja. Herr Tölke, ich kenne Sie ja auch nun schon ein paar Tage. Sie sind renommierter Kunsthistoriker in der Euregio, das darf man sagen. Sehr oft gesehen, ich lese immer, wenn ich den Veranstaltungskalender der Stadt Aachen sehe, was Kunst heißt, dann sehe ich immer Dr. Dirk Tölke. Ist doch eigentlich toll, ne? Ja, ja, ich bin da so ein aber warum, ja, aber warum erzähle ich das denn jetzt? Das hat natürlich bei mir immer noch einen Hintergrund. Man glaubt das ja nicht, aber es ist so. Ich glaube, Sie haben hier für das Atelier 21
haben Sie Sympathien. Ne, heute zum Beispiel waren Sie sehr aktiv beim Aufbau. Beteiligt ist ja nicht eigentlich das Metier eines Kunsthistorikers. Aber jemanden, der sich ja einfühlen muss in die Bildwelt und Gedankenwelt von Künstlern, und das kann ich immer besser im Praktischen mittun, als nur so im Interview. Ja, ist klar, Sie sind ja auch dafür bekannt, das möchte ich ja auch mal sagen, dass Sie sich immer äußerst gründlich auf jede Ausstellung vorbereiten. Ich sage das jetzt wirklich, das habe ich sehr oft gehört, anscheinend ist das nicht die Regel, sonst würde man das nicht zu stark betonen. Kann das sein, Herr Dr. Tölke? Das kann ich im Vergleich nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall bereite ich mich vor. Ja, eigentlich nicht. Am Anfang habe ich ja auch, wie viele andere, vom Blatt abgelesen, geschriebene Texte, aber das möchten die Leute nicht so gerne hören. Ja. Dann hören sie weg und dann muss man sich das eben anders einprägen durch Schreiben, immer wieder lesen, laut vorsprechen, bis man das dann frei vortragen kann. Ja, das ist schon klar. Darf ich die Gelegenheit nutzen, mich herzlich bedanken bei Dr. Tölke für seine ausreichende Hilfe, der hier für Atelier 21 leistet. Wir kennen uns seit 15 Jahren oder länger und in dieser Zeit hat er viele, viele Ausstellungen hier mitgewirkt und das Atelier 21 unterstützt. Ja, fantastisch. Ja, es ist ja eine globale, orientierte Ausstellungsstätte, ne, durch die Kontakte zur Hochschule und mit vielen Menschen aus anderen Nationen kommen hier eben auch als Newcomer Menschen mit intensiven künstlerischen Fähigkeiten an, die eben den Zugang suchen. Und da kann man viele entdecken und auch anderen so ein bisschen Geburtshilfe leisten. Ja, ist wichtig. Und irgendwo muss ja die Kunst, wenn sie aus den Malschulen sich herausentwickelt und aus dem Kindergarten, dann, wenn sie nicht akademisch sein konnte, weiter voranbringen. Also, ja, das ist eben eine ganz schöne Stelle, wo man das machen kann. Ja, finde ich auch. Also für mich hat das Atelier 21 einen ganz besonderen Reiz. Wissen Sie, so eine große gestylte Galerie, das ist auch eine schöne Sache, das muss man ja so sehen, aber hier ist alles authentisch. Das ist ein Rahmen, in dem man sich auch wohlfühlt. Ich hatte ja das Vergnügen, mehrere Veranstaltungen hier bei ITZE nicht nur zu filmen, sondern auch zu besuchen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Gäste oder Besucher der Ausstellung, besser gesagt, sich, ja, man kann das ja vielleicht mal ganz hart sagen, eigentlich sauwohl fühlen. Und das spricht ja für das Atelier 21, also für die Galerie. Ja, da können sich deutsche Menschen an den Punkt Gastfreundschaftlichkeit noch eine Scheibe abschneiden. Ja, das, aber auch die Atmosphäre insgesamt. Ne? Das ist ja etwas, was sich überträgt. Und ich denke, Herr Dr. Tölke, wenn wir nochmal zu der Ausstellung jetzt kommen, wie sie hängt. Mhm. Der hängt noch nicht komplett. Ich will das am Wochenende oder Anfang der nächsten Woche nachholen, die komplett zu filmen. Sie unterstützen das von der akademischen Seite her durch einen Vortrag. Oder was ist da geplant? Eine Vernissage, eine Midisage? Eine Midisage, weil jetzt eben das zwar anfängt zur Kunstroute, aber da sind so viele Sachen parallel, da bin ich auch anders gebucht und das geht auch vielleicht unter in der Menge der Sachen und man kann es dann im Nachhinein nochmal würdigen, die drei Personen, die hier miteinander ausstellen, Julia Schiemann und Zoe Koi, die eben aus dem Blickwinkel von Frauen, auch aus dem muslimischen Hintergrund, ihre Arbeiten machen, in dem Aufwachsen und Wahrnehmen von westlicher Kultur und dem, was eine bestimmte Generation dann eben erlebt hat, als Kinder schon, zwischen verschiedenen Welten zu pendeln und verschiedene wahrzunehmen, auch die Rolle der Frau, die in den verschiedenen Kulturen anders gelebt wird. Und da entstehen natürlich dann Sehnsüchte nach Freiheiten, die man dann
erlebt hat und die Empfindungen und dieses zurückgedrängt werden in dem eigenen sich entwickeln können. Das ist ja hier das Grundthema, was dann eben empfindsam ausgedrückt wird, durchaus mit dem Bildschemata von auch westlicher Kunst, wie eben Erlernen von Kunst in der Nachahmung zunächst einmal auch bestimmte Vorbilder gesucht werden, mit denen man sich andient, auch technisch und so weiter. Aber da haben die beiden sich ja schon sehr weit rausentwickelt und auch eben beide eine Art Collagesystem genutzt, was ja so seit 1910 üblich geworden ist, indem man die Verschiedenheit und die Zersplittertheit der vielen Empfindungen in irgendeiner Weise additiv zusammenbringt und eigentlich in ihrer Widersprüchlichkeit belässt. Ja. So, und da sind eben Vorbilder aus Zeiten der Freiheit in letzter Zeit bei Frau Schliemann dann noch die 20er Jahre, wo Freizügigkeiten waren, die 70er Jahre, die Hippie-Zeit und die Pop-Art. Das sind so Referenzelemente und bei Zoe Coy sind es dann eher sozusagen historische Porträts von Frauen, die dann eben gehemmt erscheinen oder eben Freiheiten oder Empfindungen durch verschiedene Formen von Farben und Blüten und Schmetterlingen und so weiter, also symbolische Konnotationen, die man so kennt, bestimmt sind. Und bei Ize, den ich schon länger kenne, ist es halt eine ganz andere Herkunft aus dem Balkan mit einem Interesse für technische Neuerungen bis hin zur Lasertechnik und er verbindet dann eben die Lichtthematik, wie sie bis in Glasfaserkabel technikorientiert heute erscheint, mit den alten Sonnengott und Lichterscheinungen, die dort eine Rolle spielen und weil er auch in der Archäologie tätig war, hat er etwas mit der Erde, mit Brandfunden, mit Materialität zu tun, all das kommt in einer sehr verdichteten Form in seinen Werken vor, die Grundelemente, Wasser und so. Da sucht er eben mit einfachsten Mitteln, mit Wabenpappen und solchen Strukturen, die er dann abstrahiert und verdichtet. Da kommen eben so symbolhafte, objektnahe Zusammenstellungen, eben auch, wenn man so will, eine Collage hin, ne, sozusagen die aus dieser Kombination etwas Drittes und Berührendes oder Aufregendes schaffen wollen, sodass man sich mit den Verschiedenheiten der Mentalität oder mit diesen Sinnfragen im Grunde des Menschseins als Allgemeines so auseinandersetzt. Das kommt ja alle bei allen dreien an.